Aber trotzdem wird man ja noch probieren können. Warum brauchst du da so lange? Achso, du brauchst eine Speed-Nudel dafür und komische neue gebesserte Dinger. Okay. Das dauert echt ein bisschen lange. Gut, überprüfe ich nochmal, wie es hier oben ausschaut. Was sagt die Kiste? Die Kiste sagt voll. Okay. Dreh dich einfach. Können wir das so einstellen, dass du dich alle 5 Minuten drehst? Das wäre echt lustig. Wahrscheinlich eher nicht. Oh, und du bist fertig. Ja. Dann machen wir dich jetzt mal weg. So, dich lassen wir noch laufen. Einfach nur, um die Roboter ein kleines bisschen zu entlasten, bis wir wirklich so weit sind, dass wir ganz viele blaue Roboter haben. Die ich übrigens auch mal wieder loslassen sollte. So. Und dann passt das schon. Dreh. So. Stahl. Hat sich Stahl jetzt auch gefangen, wo sich Kupfer gefangen hat? Ich sollte ein bisschen besser hingucken. Diesmal sind vorhin ja auch 4000 Kupferplatten nicht aufgefallen. Also gehe ich mal so ein bisschen Schritt für Schritt die Reihen durch. Aber nee, ist immer noch kein Stahl. Vielleicht sollte ich, bevor ich mit den Solarpanels weitermache, die Schmelzöfen weiter erforschen, dass wir die MK3 und MK4 Schmelzöfen bekommen. Das würde auch einiges an Platz sparen. Achso, und für die Zweier brauche ich die normalen Solarpanels. Die habe ich noch nicht automatisiert, ha? Nee, bestimmt nicht. Nö. Hier ist Platz. So, nee, du. Achso, du bist ein Zweier. Ja, Zweier ist okay. Oh, das wollte ich nicht verklicken. Schmelzöfen MK3 bräuchten Blei. 20 Blei. Ist doch doof. Crafting Speed 4. Die davor hatten Crafting Speed 3. Also wäre das jetzt 33% schneller. Vielleicht auch einen Slot mehr. Boiler bräuchte natürlich auch Blei. Ja, mach lieber Boiler als die Solar-Dinger. Tinplate. Das ist garstig. Mach Boiler. So, was wollte ich? Ich wollte Solar-Panels machen. Dann gib mir bitte... Oh ja, ich tausche ein bisschen aus. Ich nehme diese eine tolle, ganz neue Fabrik hier. Bob die hier hin. Brauche jetzt ganz schnell Ärmchen. Die reinlegen und rauslegen. Krass. Plus 75%, minus 80% sind wir bei fast wieder Standard. Aber 50% Geschwindigkeit obendrauf. Das ist schick. Kommst du hinten? Stell dich mal auf 400 Platten lieber hoch. Damit der Puffer immer schön groß ist. Scheint soweit zu klappen. Okay, dann nehme ich die gelbe Fabrik, die ich jetzt da gemopst habe. Pop die hier hin. So, und du stellst jetzt bitte her. Strom. Sicher, dass ich die nicht automatisiert habe? Die Akkus wollte ich automatisieren. Habe ich aber auch nicht. Das ist echt krass. Ich will andauernd irgendwelche Sachen machen und dann gehe ich im Kopf davon aus, dass ich es gemacht habe, obwohl ich es gar nicht gemacht habe und dann, ne? Die habe ich automatisiert, die Substations. Ja, aber keine Akkus. Okay, kommt mit auf die Liste, die ich wieder vergessen werde. Du baust Solarpanel. Du brauchst dazu Weak Flux Capacitors. Nee, Weak Flux stand da. Die da brauchst du. Dann brauchst du grüne Chips, Stahl und Kupfer. Die bitte weg. Die bitte weg. Kupfer,
Stahl. Grüne Chips. Nicht ganz so viele. So. Also, rote Kiste und die rote Kiste besprengen auf ein Stack Solar Panels. Sollte erstmal reichen. So. Stahl. Tun wir schon was in meinem rein. Okay, Solar Panels werden gebaut. Du hättest jetzt gerne MK2 Solar Panels. Die brauchen noch keine fancy Ressourcen. Also die brauchen kein Gold, Elektrum, Ardite oder was auch immer. Das heißt, wenn ich einen Solar Park bauen werde, dann wohl aus den 2er Solar Panels. Nicht die 3er, die ich auch noch erforschen könnte. Außer die machen jetzt wirklich überproportional mehr Strom. Ja, gucken wir mal. Also, wir brauchen die Solar Panels, wir brauchen nochmal Weak Flux Capacitors und 15 rote Chips. Das wird schon einen Ticken teurer. So, du hättest gerne rote Chips. Du hättest gerne das Vorgängermodell. Den Rest habe ich schon wieder vergessen. So, Weak Flux Capacitor. Da. Rein, raus. Die. Und eigentlich sollten wir aus dir auch noch eine gelbe Fabrik machen. Was ich auch einfach mal mache. Wir schnappen uns einfach von hier. Gelbe Fabriken. So. Zack. So, dann können wir hier unten eventuell später die MK3 Solar Panels machen. Wobei ich das echt nicht glaube, weil es halt fancy Ressourcen braucht, von denen wir echt nicht viele haben. Und hier Akkus. Wobei, Akkus hätte ich eigentlich auch ganz gerne in die nächste Stufe irgendwann. Das heißt, wir könnten uns darauf einigen, wir benutzen nur MK2 Solar Panels und nur MK2 Akkus. Dann passt beides hier auf einen so eine Seite. Ja, das klingt gut. Okay, da, da. Da, da. So. Du stellst bitte her. Basic Akkus. Braucht Eisen, Batterien und schon wieder Weak Flux Capacitors. Ich sehe da schon, komm, wir müssen eine neue Fabrik bauen. Batterien waren hier. 50 sollten reichen. Weak Flux Capacitors und Eisen oder Kupfer? Eisen war richtig. Gut. Und beschränken bitte auf 2 Stacks. Akkus braucht man ziemlich schnell, das sind 2 Stacks, okay. Ja. So, Weak Flux Capacitors. Wie viele werden davon hergestellt? Haben wir da Mangel? Ja, aus leer. Mach aus dir bitte auch mal eine schnelle Fabrik. Und aus dir. Und aus dir. Einfach mal ein paar mehr schnelle Fabriken überall hinbappen. Auch wenn ein paar von denen wirklich schon abgerissen werden könnten. Wie zum Beispiel die Munitionsfabrik, die brauche ich nicht mehr. Und die Shotgun-Munitionsfabrik brauche ich auch nicht mehr, aber. Das ist kurz Ressourcen checken. Eis ist auf 12k runter. Sollte ich mich langsam echt drum kümmern. Kupferplatten hält sich bei 4. Ich sehe inzwischen Stahl. Ich habe ja ganz kurz 50 Stahl im System gesehen. Das ist okay. Die Kiste ist super. Aber wie kann ich das Problem logisch umgehen? Also ich hätte gern, dass alles an Eisenplatten in einer Kiste gelagert wird. Wenn ich daraus eine Logistikkiste mache, dann haben wir wieder das Problem, dass hier immer Roboter hin und her fliegen. Also eine große gelbe Kiste, meinte ich. Sehr komisch. Und ich werde es einfach so machen, wie ich besprochen hatte. Dass sobald ich merke, dass wir zu wenig Eisen im System haben, was bald sein wird, einfach aus der Kiste wieder eine rote Kiste machen. Denn dauert es eine ganze Weile, bis die leer gesaugt wird. Oh ja, Eisen. Ich wollte erstmal den einen Mining Drill da unten gleich wieder abholen. Der sollte inzwischen fertig sein mit dem Gold. Und dann wollte ich hier unten das Eisen abbauen, da wir ja, ne?
sonst bald kein Eisen mehr haben. Und das ist nicht toll. Leichen mit allein sagen. Oh, bis ganz hier hinten. Schick, schick. Roboporter. So, ich hätte gerne... Ja, eigentlich müsste... Hier der Roboport hin. Dahin. Dann hätten wir da aber keine Türme stehen. Das wäre sehr komisch. Nimm mal... Wo ist meine Schuppertürme? Da. Ich brauche ein Jetpack. Ich brauche echt ein Jetpack. So, als Ausgleich packen wir da vier davon hin. Dann sollte das hinkommen. Das heißt, theoretisch könnte dann der hier zerbissen werden, aber es ist nur ein stinknormaler Roboport und kein MK2-Roboport. Also, ne? Sollte ich nicht so eng nehmen. Ja. Und einfach das Ding so hinpappen, dass es maximale Reichweite hat. Ist gut. Da. Warum verbindest du... Oh. Du musst dich mit dem da unten verbinden. So. Okay, jetzt müsste Eisen abgeholt werden von den Schnellen. Genau. Zip, 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 zip. Das heißt, jetzt schnappe ich mir hier noch so ein Ding. Der meiner dann hier unten. Den fehlt nur noch für das 40 in der einer und für das 40 in einer. Können wir doch glatt mal den hier noch hinbappen. So, alle kriegen noch Stromspardinger. Zack, 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 zack. Und hier bleibt noch was über. Aber ich habe jetzt nicht noch einen Mining Drill dabei, oder? Nee, habe ich nicht. Ja, gut. Das sollte das Eisenproblem erstmal wieder beheben. Und es ist nur ein MK0-Roboport, also... Aber guckt euch das mal an. Hammer. Sehr schön. Wisst ihr, was wurde zerstört? Eine Mauer wurde zerstört. Ja, ist okay. So, wir können jetzt MK3-Boiler bauen. Für ein bisschen Blei. Was übrigens ein gutes Stichwort ist, weil ich wollte hier hinten noch irgendwas mit Blei machen. Noch höhere Boiler bräuchten... Advanced Rotor. Das klingt gar nicht so teuer. Aber hier schon wieder so ein Zweifachding drin, den mag ich nicht. Und 100 Zinkplatten, du mich auch. Nee, ich glaube, ich bleibe erstmal den Dreierboilern. So, dann hätte ich jetzt ganz gerne die Zweier-Akkus. Kosten fast nichts, sind schnell gemacht. Gib mir. Roboter sind alle mal rumfliegen und aufladen. Aufräumen. Das Feld werden wir auch bald leer saugen. Allgemein bräuchte ich jetzt ein paar mehr von den Fünfer-Drills. Ich weiß gar nicht, wo ich die alle hingepappt habe. Also eins definitiv bei dem Kupferfeld. Das weiß ich. Aber wir hatten noch einen zweiten Fünfer-Drill gebaut. Hm. Also erstmal hätte ich gerne das ganze Gold. Zing. Dann hätte ich gerne dich da, um noch mehr Gold abzubauen. Jetzt aber die Suche nach dem Fünferdrill. Zack. Oder ist das mal wieder so ein Fall von, ich wollte es eigentlich gebaut haben, hab's dann aber nicht gebaut und zwischen den Folgen das Ganze vergessen. Könnte natürlich auch sein, aber wäre nicht so dolle. So, Dreierdrill, Fünferdrill. Da ist der eine, definitiv. Rede ich mal wieder. 20.000 Kupfererz schon im System. Sehr gut. Ja, das ist der eine. Wo ist der andere? Ich hätte schwören können, ich hätte ihn beim Eisen irgendwo gehabt. Habe ich ihn vielleicht im Inventar? Ich habe einen Vierer-Drill im Inventar.
Da fehlt ja das Blei für. Und das Rubberzeug. Rubberzeug? Da, Rubberzeug. Wovon wir übrigens auch bald nichts mehr haben. Ja, muss ich vorsichtig sein. Es sind auch Pollution-Module drin, wie putzig. Ja. Also Eisen und Kupfer scheint jetzt erstmal okay zu sein, sollte ich aber weiter dranbleiben. Das Ausbauen von den Drills, damit ich mehrere 5er-Driller habe, ist noch eine Priorität. Mit den Solarpanels könnten wir langsam anfangen, ein bisschen was zu bauen. Sind ja schon mal eben 40 Stück. Und in den nächsten Folgen dann das hier wahrscheinlich komplett abbauen. Mehr Roboter fliegen lassen. Und dann ist der Außenposten wirklich bald nötig. Das heißt, ich sollte Munition herstellen und dann das Ding da wegschießen und da eine Eisenmine hinbauen und da meinen ersten Zug dann. Ein Zug, der wahrscheinlich hier unten rumfährt und dann hier rein, damit er möglichst nahe von den Schmelzöfen entladen wird. Ja, das klingt gut.